Ich habe heute Morgen gesagt, ich bin nicht gerne aufgestanden. So etwas macht Bauchweh. Ich hoffe, dass das einzig Mal in meiner Amtszeit, wenn ich so etwas mache. Das ist ein super Goal für die politisch Verantwortlichen, wenn man so einen schwerwiegenden Fehler kommunizieren muss. Der Fehler ist zwar schon seit 2010 die Saldoberechnung des Rahmenkredits, aber erst jetzt ist er entdeckt worden. Uns ist das heute auch völlig unverständlich, dass das niemand gemerkt hat, weil es ist vor allem im Jahr 2011 sehr eklatant war beim Verkauf des Bleicheareals, wo einen grossen Betrag in unsere Kasse gespült hat. Der ist auch in der Rechnung drin, aber der ist doppelt auf dieser Liste. Darum sagt der Saldo vom Rahmenkredit um 17 Millionen zu hoch ausgefallen. Eine Differenz, die dazu führt, dass 9 Tage vor der Abstimmung die AL-Vorlage Zweckbindung der Baurechtszinsen vom Schaffhauser Stadtrat zurückgezogen wird. Die 5'000 schon eingegangenen Stimmzettel werden geschreddert. Die Ausgangslage hat sich wegen dem Rechnungsfehler stark verändert. Es ist natürlich peinlich in erster Linie mal für den Stadtrat und es ist ärgerlich für uns alle. Wir finden natürlich jetzt mit diesen neuen Tatsachen, dass unsere Abstimmung nötiger ist, wie sie vorher war. Die Angst, dass der Rückzug ihrer zweiten Initiative Landverkäufe vors Volk schadet, ist gross. Es ist natürlich schon allein vom Stadtrat nicht schlau gewesen, um 4 artverwandte Initiativen auf einen Termin zu legen. Das hat schon zu einer grossen Verwirrung bei der Bevölkerung geführt, welche Initiative jetzt genau welchen Inhalt hat. Und jetzt wird die Verwirrung noch mal eskaliert, indem dass die Botschaft hier, die bei vielen Leuten ankommt, mit der AL-Initiative stimmt etwas nicht. Ob der Fehler der Initiative von der AL schadet oder nicht, können wir nicht sagen, meinte Peter Neukomm. Er sagt nur so viel. Ich entschuldige mich natürlich in aller Form als politisch verantwortlicher Stadtpräsident für die Fehler, die passiert sind, bei der Bevölkerung, beim Parlament, bei den Parteien und auch bei den Medien.